Mein Motto ist eigentlich immer, kein Thema, wir machen das. Und dadurch braucht man ein gutes Team. Das habe ich. Mein Vater hat das Unternehmen 1965 gegründet. Wir waren ja ein reiner Mercedes-Fuhrpark, weil mein Vater kannte überhaupt nichts anderes. Das gab es auch kein rechts und kein links. Ich brauchte 1998 kurzfristig ein Kühl-LKW und da war nur ein DAF zur Verfügung. Wir haben schon ganz lange die Firma DAF im Fuhrpark und die Fahrerhäuser für den Fahrer waren schon immer sehr geräumig, also gegenüber den Wettbewerbern. Mittlerweile mit dem XG Plus ist das ja non plus ultra, das ist das größte Fahrerhaus, was es im Moment am Markt gibt. Und wir haben jetzt, ich schätze mal, 20 von den XG Plus laufen und alle Fahrer sind glücklich und auch Fahrer, die nie da fahren wollten, sind sehr glücklich darüber jetzt, dass sie so ein Fahrzeug haben. Ja, mein Name ist Ronald, arbeite hier bei der Firma Schlechtbahn seit 14 Jahren. 4 Monate, 3 Tage genau. Jetzt fahre ich seit gut 3 Monaten den neuen XG Plus DAF und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Ja, das, ich muss dazu sagen, hört sich jetzt blöd an. Bevor ich bei Firma Schlechtbahn angefangen habe, habe ich immer Scania gefahren. War ich Fan von Scania. Aber ich habe hier angefangen und habe einen XF95, den hat er noch gehabt. Da bin ich eingestiegen und habe geguckt, habe ich gedacht, Raumwunder. Ja, es ist immer überraschend, wenn die Containertür aufgeht. Weil wir ja nie wissen, was da drin ist. Als ich den Container mal aufgemacht habe, da waren, ja, wie nennen die sich? Löwen. 2 so eine riesengroßen Steinlöwen drin. Da, 2 so eine Dinger, da war der Container voll. Das waren riesengroße Dinger. Hab leider keine Bilder mehr davon. Die Freude ist eigentlich dabei, mit den Mitarbeitern was zu schaffen. Also das, diesen Auftrag zu erledigen, den Kunden glücklich zu machen. Das ist eigentlich das Tolle an dieser Arbeit, in diesen ganzen Bereichen. Hamburger Kaufmann, ein Handschlag zählt. Das ist auch ganz wichtig. Also wir arbeiten mit ganz wenig Verträgen, sondern wir besprechen das und dann wird geleistet. Der Erfolg beruht auf nette, tolle, zufriedene Mitarbeiter. Er ist ja für uns der große Papa, ne? Auf Deutsch gesagt. Wie eine Familie. Da gehört seine Frau zu. Die Kinder sind jetzt groß, die waren früher klein, die sind auch mehr getollt, jetzt sind sie groß. Ich bin sehr stolz auf mein Team.